Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. Heute soll es um das Thema NFC-Tags gehen. Warum diese kleinen Aufkleber, die so ungefähr 50 Cent kosten, auch für euch eine wirklich interessante Investition sein könnten, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! NFC steht für Near Field Communication. Gemeint ist ein Standard für eine kabellose Datenübertragung im Nahbereich. Mit NFC können Daten ziemlich easy über kleine Distanzen von wenigen Zentimetern übertragen werden. Das macht die Technik verhältnismäßig sicher, da potenzielle Angreifer aus größerer Entfernung quasi machtlos sind. Alles, was wir benötigen, ist ein sogenannter NFC-Tag. Diese kleinen Chips gibt es in verschiedenen Formen und Farben und sie sind meist nicht nur günstiger als 1 Euro, sondern auch einen Tick größer, trotzdem aber kleiner als 2 Mark. Das Lese- und Schreibgerät für NFC-Tags haben wir bereits in der Hosentasche. Halbwegs aktuelle Smartphones haben NFC schon an Bord. Ein oft unterschätztes Feature. Was lässt sich denn auf so einem NFC-Tag speichern? Nun, da gibt es trotz begrenztem Speicher eine Menge Möglichkeiten. Ein gängiger Vertreter unter den NFC-Chips ist zum Beispiel der NTAG 215 mit einer Kapazität von 540 Bytes. Im Vergleich zu einer MicroSD-Karte klingt das erstmal nach nix. Naja, stimmt auch im Prinzip. Aber für ein bisschen Text oder einen Link reicht das locker aus. Und mehr brauchen wir für unsere Zwecke auch nicht. Beginnen wir doch mal mit einem einfachen Beispiel für den Einsatz von NFC-Tags mit dem Smartphone. Die kleinen Chips bieten zwar keinen Speicherplatz für ein ganzes Video, aber für den Link dahin. Der beschriebene Tag kann einfach mit einem Smartphone gescannt werden und führt uns nach kurzer Bestätigung direkt zu unserem Hyperlink. Wenn einem also überhaupt kein sinnvoller Einsatzzweck einfallen will, bleibt uns immer noch einer. Allein das war die Bestellung schon wert. Alternativ kann man aber auch den Link zu einem Urlaubsvideo direkt mit ins Fotoalbum kleben. Aber zurück zum Ernst des Lebens. NFC-Tags können uns im Alltag tatsächlich das Leben erleichtern. Das kann zum Beispiel für Leute interessant sein, die Hemmungen haben, sich mit einem Sprachassistenten zu unterhalten und den kleinen WLAN-Mikrofonen in den eigenen vier Wänden eher skeptisch gegenüberstehen. Ein praktischer Einsatz wäre zum Beispiel das Starten eines Timers für die Waschmaschine. Damit gehört das Vergessen der nassen Wäsche der Vergangenheit an. Hierfür bedienen wir uns einem selbstklebenden NFC-Tag, welchen wir direkt an die Waschmaschine anbringen. Das ist nicht nur super dezent, sondern auch super einfach und praktisch. Alles, was wir dafür tun müssen, hat unser Smartphone in der Regel bereits im Gepäck. Wer seinen Gästen zu Hause gerne ein Gäste-WLAN zur Verfügung stellen möchte, kann den Schlüssel hierzu zum Beispiel direkt an der Garderobe hängen haben. Gehört ihr zu den Menschen, die gerne mal vergessen, ob sie gewisse Verbrauchsgüter nachkaufen müssen? Dann haben wir was für euch. Über einen auf den NFC-Tag gespeicherten Webhook können wir zum Beispiel in einer Google-Tabelle unseren Klopapierbestand um eine Rolle reduzieren. Hierzu benötigen wir aber noch neben dem offensichtlichen Google-Account einen Account bei IfThisThenThat. Dort erstellen wir zunächst unseren Webhook und erstellen dann eine entsprechende Wenn-Dies-Dann-Das-Routine. Anschließend schreiben wir den Webhook mit dem entsprechenden Event als Link auf den NFC-Tag. Einfach, oder? Webhooks sind generell ein sehr mächtiges Werkzeug, weil hierfür nur ein Browser notwendig ist, um diese Aktion auszuführen. Beispielsweise könnte man am Tisch eines Restaurants einen NFC-Tag mit Webhook anbringen. Wird dieser gescannt, bekommt die Restaurantfachkraft eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Alternativ könnte man auch eine Lampe einschalten. Eure umfangreiche Musiksammlung verstaubt im Regal, weil ihr Musik ohnehin nur noch über Streamingdienste hört?
Dann verseht eure Schätzchen doch mit den passenden Links zu Spotify und Co. So könnt ihr beim Stöbern in der Plattenkiste gleich die passende Musik auf die Anlage schmeißen. Visitenkarten sind im beruflichen Umfeld eine feine Sache. Wollt ihr es euren neu gewonnenen Kontakten etwas einfacher machen, könnt ihr eure Kontaktinformationen per NFC-Tag auf die Karte kleben. So muss nichts abgetippt werden und die Informationen landen ohne Zahlendreher im Telefonbuch. Bisher haben wir immer unser Handy an einen angebrachten NFC-Tag gehalten, um so eine Aktion auszulösen. Man kann das Ganze aber auch umdrehen. Mit einem solchen NFC-Schlüsselanhänger, die man vielleicht von der Arbeit kennt, kann man natürlich ebenfalls verschiedenste Prozesse triggern. Oft wird das zum Beispiel zur digitalen Zeiterfassung oder Zugangsbeschränkung verwendet. Mit einem Arduino und unseren hervorragenden Programmierkenntnissen lässt sich eine ganze Menge anstellen. Zudem gibt es auch richtig gute Beispiele im Netz, so wie dieses hier. Mit dem vorher registrierten Tag lässt sich die Verriegelung lösen bzw. wieder verschließen. So kann man zum Beispiel die Keksschublade gegen fremde Schleckermäuler schützen. Alternativ könnte man auch die Stromversorgung vom E-Scooter nur mit dem richtigen NFC-Tag scharf schalten. Wer daheim eine Hausautomation mit Home Assistant oder so betreibt, kommt übrigens noch mit NFC-Tags in ganz andere Bereiche und kann noch einfacher Automationen basteln, Tags verwalten und. Aber das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Und bei euch so? Habt ihr schon mal Kontakt zu NFC-Technologie gehabt oder nutzt ihr es vielleicht schon regelmäßig, um euer Smart Home zu steuern? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir, ihr habt ein wenig Spaß an diesem Video gehabt. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und natürlich würden wir uns auch über ein Abonnement freuen.